Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit der 70er und 80er, in Bayern gleich gar. Damals hat noch der Ministerpräsident Franz Josef Strauß regiert, ein von der Atomkraft Begeisterter. Wer anders dachte, war ein Spinner. Fast alle glaubten an das ewige Wachstum. Honoratioren, die das nicht mehr glaubten, gab es nur wenige. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie. Und für die richtigen Entscheidungen sorgte nicht das königliche Amtsgericht, sondern so manche Parteispende der Großkonzerne. Ein ausgefallener Fall ist heute anhängig. Das Gericht will klären, warum von den Politikern noch fast keiner das Buch »Die Grenzen des Wachstums« anno 1972 gelesen hat, obwohl ja alle dauernd über den Klimaschutz reden. Vor genau 50 Jahren hat ein Buch viele Menschen aufgerüttelt. Als damals 1972 Professor Dr. Dennis Meadows und der Club of Rome in dem Buch »Die Grenzen des Wachstums« nachgewiesen hatten, dass auf dem begrenzten Planeten Erde ein unbegrenztes Wirtschaftswachstum einfach nicht möglich ist, weil die natürlichen Ressourcen erschöpflich sind, hat das eingeschlagen wie ein Blitz. Das Dogma vom unbegrenzten Wirtschaftswachstum ist einfach nicht mehr haltbar. Wer dieses Dogma weiterverfolgt, riskiert, dass die Lebensvoraussetzungen, die natürlichen Lebensvoraussetzungen auf diesem Planeten Erde zusammenbrechen. Ja so, dann wissen wir ja bereits seit 50 Jahren, was wir ändern hätten sollen. Es ist ja alles schon schwarz auf weiß in dem Buch »Die Grenzen des Wachstums« von Dennis Meadows zu lesen gewesen. Ich erinnere mich, als mein früherer Präsident, okay, es war nicht mein Präsident, sondern der Präsident der Vereinigten Staaten, George Bush, sagte, nun, wenn ich ein Klimaproblem sehe, dann werde ich etwas dagegen unternehmen. Der Punkt ist natürlich, wenn man ein Klimaproblem sieht, dann ist es zu spät. Das ist, als wäre man auf der Titanic. Du stellst einen Mann mit einem Stock ganz vorne an den Bug und sagst zu ihm, wenn du einen Eisberg siehst, dann mach was dagegen. Aber natürlich ist das in diesem Moment völlig unmöglich, noch etwas dagegen zu tun. Als wir in der ÖDP vor 40 Jahren als politische Partei begonnen haben, uns für zukunftsfähiges Wirtschaften einzusetzen, da war die Welt tatsächlich noch eine ganz andere. Atomkraftwerke waren im Land von Franz Josef Strauß absolut unverzichtbar. Eine Frage an die drei besonders zuständigen Professoren. Wie hoch bewerten Sie die Gefahr einer Wiederaufarbeitungsanlage? Herr Strauß, die ist so niedrig, dass wir befürchten, uns lächerlich zu machen, wenn wir unsere Meinung sagen. Erneuerbare Energien wurden bestenfalls belächelt. Solarstrom? Ja, vielleicht in der Sahara, aber doch nicht bei uns. Wer damals anders dachte, wer Wind und Sonne als Zukunftsenergie erwartete, der galt allzu oft als narrisch. Und auf deutschen Autobahnen hieß es, freie Fahrt für freie Bürger. Mit diesem Slogan wurde jede Kritik an tödlicher Raserei, an Schadstoffausstoß, an ungebremsten Flächen zu betonieren, einfach vom Tisch gewischt. Ob sich das jetzt mit der neuen Regierung wirklich ändert? Da bin ich doch deutlich skeptisch. Dass eine Maßnahme für Klimaschutz und Verkehrssicherheit, die sofort wirksam wäre, wie Tempo 130, obendrein nichts kostet, einem irrwitzigen Liberalismus zum Opfer fällt, das irritiert mich gewaltig. Ich bin überzeugt, wenn bundesweit endlich Volksbegehren möglich wären, dann würde das Tempolimit ein genauso großer Erfolg wie das ÖDP-Volksbegehren zur Artenvielfalt rettet die Bienen. Wer unser Land und den Planeten erhalten will, denkt und handelt langfristig mit unseren Konzepten für einen konsequenten Klimaschutz, für die Bewahrung der Artenvielfalt, für eine sozial- und ökologische Transformation und letztendlich für eine neue Gemeinwohlökonomie. Wir haben Visionen für unser Land
und wir haben aus guten Ideen ein politisches Programm gemacht. Es darf nicht noch einmal wertvolle Zeit verloren gehen. Die ÖDP ist die einzige Partei, die sich dazu bekennt, dass es Grenzen des Wachstums gibt. Wir müssen unsere Ansprüche an den Planeten begrenzen. Wegwerfprodukte, Rasen auf der Autobahn, ständige Fernreisen rund um den Globus. Braucht es das wirklich? Ist das das rechte Maß? Alle anderen Parteien meiden das Thema. Die Werbeleute sagen uns ständig, wir sollen die Wählerinnen und Wähler die Härte dieser Wahrheit ersparen. Aber ich finde, irgendjemand muss sagen, was Sache ist. Und das ist der Job von der ÖDP. Wachmeister! Sind die Zeugen Scholz und Söder schon da? Zeuge Scholz, Zeuge Söder. Jawohl. Ja, hat denn keiner außer der ÖDP die Grenzen des Wachstums gelesen? Im Namen der Vernunft und der globalen Gerechtigkeit ergeht heute folgendes Urteil. Erstens, die Bundestags- und Landtagsabgeordneten werden verpflichtet, endlich das vor 50 Jahren erschienene Buch Die Grenzen des Wachstums zu lesen. Zweitens, für das jahrzehntelange Nichtbeachten wird die Höchststrafe verhängt. Ab sofort dürfen die Parteien keine Geldgeschenke mehr von Konzernen annehmen. Das Urteil ist rechtsgültig. Sauber, auf das dringen wir. Moment einmal. Ja, was sind wir denn? Sind wir da vielleicht beim politischen Aschermittwoch? Also, Herr Amtsgerichtsrat? Ja? Das mit den Geldgeschenken, das war halt bei der ÖDP schon immer ausgeschlossen. Ja, so? Ja, selbstverständlich. Die ÖDP ist die einzige Partei, die seit ihrer Gründung keine Spenden von Konzernen und Industrieverbänden annimmt. So schaut's nämlich aus. Respekt! Die bayerische ÖDP hat schon viel bewegt. Sie hat mit Volksbegehren den überflüssigen Senat abgeschafft. Sie war erfolgreich mit ihrem Volksbegehren kein neues Atomkraftwerk in Bayern, mit dem Volksbegehren Nichtraucherschutz und mit Rettet die Bienen. Wir bewegen was in Bayern. Auch eine kleine Biene kann einen großen Hintern bewegen. Wir sind die Bewegungstherapie für die Parlamentsparteien.